Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Timberborn. Ich mach mal wieder weiter. Ich habe gerade gesehen, wir haben hier fast voll, was Holz angeht. Wir haben 300 Holz, wir haben 700 Ästen. Viele haben ja auch in die Kommentare geschrieben, so, du brauchst mehr Felder oder mehr Hütten vor allem, die Felder betreuen. Ja, ich denke auch. Wobei aktuell die Nahrung gut aussieht, aber wahrscheinlich ist es nicht verkehrt, hier zum Beispiel nochmal so ein Haus hinzubauen. So ein Farmhaus, das dann auch nochmal dieses Feld hier mit betreut. Ich wusste nicht, dass mehrere eins betreuen können. Aber das ist eine coole Sache. Andererseits, hier können auch mehrere eins. Aber ja, so weit habe ich eigentlich gedacht. Genau, hier haben wir ja ein bisschen optimiert die Leistung. Das ist ziemlich nice. Und wir können wohl auch ziemlich krassen Shit machen mit diesen. Nee, mit diesen Pumpen hier. So Pumpspeicherkraftwerke und sowas. Das ist geil. Aber so der nächstbeste Punkt, den ich hätte, ich würde wirklich, wirklich gerne hier mal so ein Fluss lang ziehen, damit das hier alles fruchtbar wird. Dafür brauchen wir halt Sprengstoff und dafür brauchen wir Forschung. Aber was wir für Forschung auch brauchen, ich spule mal wieder vor, ist halt noch mehr Forschung. Ne? Und ich glaube, es ist sinnvoll, erstmal die Sternwarte freizuschalten. Weil die halt, also das hier produziert ja eine Forschung in einer Stunde und das 10 Forschung in 0,75 Stunden. Das heißt, das hier produziert so viel Forschung wie irgendwie 12 von den Hütten. Und das finde ich gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben noch nicht alles, was wir dafür brauchen. So. Ich stelle das mal dahin. Also Planken, Getriebe kriegen wir hin. Aber Kiefernharz. Haben wir Kiefernharz? Ich denke nicht. Weil woher sollten wir das haben? Oder haben wir das? Ups. Genau, Planken. 80 Stück. Okay, ist gar nicht so wenig. Aber Kiefernharz. Ahornsirup haben wir nicht. Ja, ist gar nicht so einfach, ne? Das alles hier. Also hier eine etwas bessere Übersicht würde ich mir wünschen, tatsächlich. Vielleicht auch so Filter. Oder einfach eine Suche. Kiefernharz 0, okay. Das heißt, Kiefernharz müssen wir noch irgendwie herstellen. Wahrscheinlich dann. Ah, hier, Zapferhütte. Da haben wir es doch. Ahornsirup, Kiefernharz. Okay. Es braucht aber 500 Forschung. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Okay. Wir könnten ja nochmal vorübergehend so eine Finder hier hinklatschen. Und vielleicht noch einen. Wir können die dann ja auch wieder abreißen, sobald das hier fertig ist. Braucht jeweils 12 Holzscheite. Ist das in Ordnung? Getriebe und Planken sind auch voll. Das ist auch gut. Ich würde dann hier vielleicht hier ja, so ein T-Stück ist eigentlich ausreichend. Ich reiß das mal kurz ab. Warum? Ah, das wird jetzt komplett von Windenergie versorgt. Das ist umso besser. Dezentrale Energieversorgung, Leute. Dezentrale Energieversorgung. Da sieht man mal, wie gut das ist. Und wie dringend wir das auch in der Reality brauchen. Ah ja, okay, das ergibt so Sinn.
Ich dachte gerade so, Moment mal, wenn ich hier ein Zahnrad, dann da und dann da, ergibt keinen Sinn, weil es die Drehrichtung ändert, aber nee, es wurde dann alles gedacht. Cool, cool, cool. Okay, es ist alles ready, außer die Forschung für das. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir ein Bauernhaus. Warum habe ich das hier eigentlich weggerissen? Ich glaube, ich wollte einfach was anderes anbauen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ich wollte hier... Nee, eigentlich wollte ich hier Dingens machen, ne? Wohnhäuser und so. Ja, komm, wir bauen mal lieber nochmal hier ein bisschen was an. Solange das nicht besser wird. Wie läuft's hier so? Hat er genug Kartoffeln? Ja, hat er. Karotten. Aquatisch. Okay. Weizen. Ja, ich glaube, Weizen können wir auf jeden Fall nochmal anbauen. Machen wir mal hier so ein bisschen Weizen. Aber lassen wir nach oben noch Luft. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Hier die ganzen Bärensammler. Ah, sehr gut. Es wächst schneller nach, als sie das sammeln können. Das ist auch sehr gut. Also unsere Nahrungsmittelproblematik ist definitiv nicht mehr so problematisch. Ah, ich habe verkackt. Kriegen wir hin. So, und jetzt macht Wissenschaft, danke. Ich finde es auch gut, man setzt da einfach jemanden rein, sagt, du bist jetzt Erfinder, erfinde Dinge und erfindet dann Dinge. Genauso funktioniert Wissenschaft. Genauso. Okay, der Dampf funktioniert auch sehr gut. Es wurde auch empfohlen, das hier irgendwo mal etwas höher zu stauen. Hier zum Beispiel könnte man ziemlich fetten Staudamm bauen. Das könnte man immens, also man könnte hier halt einen richtig fetten Staudamm bauen. Aber ich glaube, so weit bin ich noch nicht. Also hier müssten wir halt definitiv einen neuen Distrikt hinbauen. Und dafür würde ich ganz gerne noch ein bisschen hier üben. Ich glaube, wir haben ja keine... Haben wir irgendeine Hektik, irgendeinen Zeitdruck oder so? Ich glaube nicht, oder? So, Speicher. Boah, 4000 Speicherkapazität. Hätte ich schon auch Bock drauf. Aber kostet halt wieder 1000 Forschungspunkte. Ach so, das Große haben wir noch nicht mal gebaut irgendwo. Lul. Ja, dann lass mal hier ein großes Lagerhaus bauen. Na, eigentlich wäre das hier perfekt. Na komm. Sorry. Frisch gebaut und direkt wieder für den Müll, aber hilft nichts. Gebäude abreißen, kann ich auch für Wege machen, naja. So, und dann hier ein großes Lagerhaus. Kann ich das schon mal konfigurieren? Ich kann das schon mal konfigurieren. Das ist sehr gut. Erwünscht Standard nichts. Erlaubt alles nichts. Okay. Jetzt gehen wir mal durch. Und zwar hier soll das ganze Essen rein. Das heißt, Grillkartoffeln? Normale Kartoffeln essen die ja nicht, ne? Nee. Also quasi nur die Endprodukte, von denen die dann auch essen. Karotten. Kartoffeln, Karotten, Brote und Beeren.
Brote und Beeren und Altmetall essen die doch auch, oder? Aha. Kastanien könnten die, glaube ich, auch essen, ne? Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich lasse es mal so. So, also das ist jetzt ein reines, riesiges Essenslagerhaus. Und... ja. Erwünscht Standard. Okay. Ich würde halt gerne dem Lagerhaus eine höhere Priorität einfach geben. Wow, ist das teuer. 60 Stämme und 80 Planken. Holy. Kann man Lagerhäuser nicht? Ja, doch, Gebäude von Schleppern priorisieren. So, und die ballern das jetzt mit Essen voll. Ich würde sogar nochmal hingehen und erstmal alle auf mindestens 200 stellen. Und der Rest wird dann wahrscheinlich schon irgendwie automatisch gehen, hoffe ich. Ey, das ist gleich voll, ne? Das ist gleich voll, Lul. Ah. Ist schon relativ gut, okay. Ja, unser Essenslagerhaus ist auf jeden Fall sehr voll. Die Frage ist, was soll ich mit erwünscht anfangen? Die lagern dann einfach nicht mehr da rein oder wie? So, was ist, wenn ich jetzt sage, ich möchte keine Kartoffeln mehr? Werden die dann da rausgeholt? Oder erwünscht 0. Vielleicht soll ich einfach erwünscht immer auf 0 setzen bei den anderen. Was ja dann automatisch heißt, dass sie es zwar einlagern können, aber dass ich es halt nicht will. Brote, Beeren, Grillkartoffeln, Karotten. Und dann hier bei den Lagerhäusern auch überall. Karotten, Grillkartoffeln, Beeren, Brote. Brote, Beeren, Grillkartoffeln, Karotten. Karotten, Kartoffeln, oh Mann. Beeren. Rote. Was irgendwie wären, so Templates wären nice. Dass man einfach so Templates anlegt. Und dass man dem dann einfach so ein Template zuweist. Das wäre nice. Dann könnte man immer mehrere auf einmal umkonfigurieren. Dann würde ich nur sagen, hier zum Beispiel Template essen. Und da ist dann alles hinterlegt, wie ich es haben will. Beerenbrote. Karotten, Grillkartoffeln. Und das ist voll. Wir haben 1700 Essen. Okay, wir haben wirklich viel Essen. Das ist sehr gut. Okay, wir haben jetzt auch genug Wissen, Wissensstaft, ne? Man kennt. Was ist das? Strömungsanzeige, mechanische Pumpe und so, da habe ich auch Bock, aber das ist aktuell noch nicht drin. Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Größere Häuser erforschen wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Okay, gleich ist Dürre, aber wir sind gut vorbereitet, würde ich behaupten. Eine Mine, Energie, ich bin dumm. Ach ja, hier, Zapferhütte. Zack.
Ja, komm, lass da hinbauen. So, dann sollen die hier Kiefer. Ja, genau. Kiefernharz abzapfen. Das passt perfekt. So. Sobald die Dürre da ist, muss ich dann die Schleusen alle zumachen. Ich glaube, die und die ist eh zu. Ja. Aber die da muss ich dann zumachen. Ich mache die schon mal zu. Ah, die ist schon zu. Warte, ich mache nochmal auf. Lass ein bisschen Wasser reinlaufen. So, mach sie jetzt zu. Damit ist das da voll. Aha. Ja, man könnte ja natürlich den ganzen Bereich überfluten, ne? Mit einem Damm, aber das finde ich nicht gut, weil da ist mein Dorf. 1,6 Tage noch. Das muss ich auf jeden Fall im Auge behalten. So, arbeitet. Priorisieren. Es ist fertig. Oh yeah. Ich muss gar nichts mehr priorisieren. Boom. Wir haben ein Observatorium. Eine wunderschöne Sternwarte, wo 4 Biber drin arbeiten und Sterne warten. Die brauchen auch ein bisschen Wartung. Okay, brauchen wir noch irgendwas? Warte mal, ich würde fast noch einen zweiten... Vielleicht ist es schlau, noch einen zweiten großen Wassertank zu bauen. Hm? Boah, eigentlich sollte man die drei dafür abreißen, aber das 1,5 Tage von der Dürre zu machen, ist wahrscheinlich nicht das Smarteste. Ich baue das mal parallel hier hin und dann da. Gut, ob wir das jetzt noch so spontan fertig bekommen, weiß ich nicht, aber wir können ja auch während der Dürre, wenn ich das vernünftig zurückgestaut bekomme, da was machen. Okay, da muss ich mich nicht mehr großartig drum kümmern. 0,7 Tage. Ich gehe mal hier hinter und warte dann den Moment ab, wenn das Wasser versiegt. Das kommt ja hier aus der Quelle raus. Und sobald da nichts mehr nachläuft, mache ich die Schleuse zu. Ist das schlau? Werden wir sehen. Ich will natürlich auch nicht spontane Überflutung produzieren, aber... Werden die eigentlich immer länger oder sind die eigentlich immer random lang? Oder sind die irgendwann so lang, bis man zwangsläufig stirbt? Ich glaube, ihr habt da irgendwas geschrieben. 30 Tage ist Maximum oder so, ne? Wobei 30 Tage schon heavy wäre. Okay, das Wasser fängt an zu versiegen. Das heißt, ich mache jetzt die Schleuse zu. Damit wird kein Wasser mehr hier durchgeleitet. Ich meine, hier haben wir halt keine Schleusen, ne? Aber das passt schon, das staut sich hier zurück. Ja, also wir haben jetzt alles bis hierhin gestaut. Wir haben jetzt ein relativ großes Wasserbecken an Vorrat und die dauert nur 2 Tage, die Dürre. Das sollte mehr als ausreichend sein. Okay, es trocknet sehr aus, muss man schon sagen, leider. Ja, man sieht auch wieder, was der Spiegel sinkt. Was müsste alles machbar sein? Wieso? Achso, die machen nichts, weil Feierabend, ne?
Okay. Also Essen ist gar kein Thema. Ne? Also Essen haben wir wirklich mehr als genug. Zwei Kiefernharz noch. Okay, das ist auch fein. Also ich würde jetzt erstmal behaupten, dass diese Dürre für uns überhaupt gar kein Problem wird. Hm, 5000! Okay. Raffinerie, Kraftstoff, Golemfabrik. Okay, das ist halt so Late Game, schätze ich mal. Die Frage ist jetzt eher, was ist sinnvoll? Ja, Metall ist, glaube ich, noch nicht ganz so sinnvoll, oder? Ich weiß es nicht. Druckerpresse. Ja, machen wir mal Druckerpresse. Weil Papier brauchen wir wohl auch für Sprengstoff. Und das wäre dann direkt das nächste. Sprengstoff kostet 600. Terraforming. Ich weiß ja nicht, ob so ein Erdbagger, schönes Gerät zur Sammlung von Erde ist. Also Sammlung von Erde. Baut der dann Blöcke ab oder nicht? Das wäre halt auch so die Frage. Okay, die Dürre ist vorbei. Das heißt, ich stelle die Schleuse wieder auf 0,5. Und man sieht, das Wasser ist unterhalb von 0,5. Ah, nee. Das Wasser kann eh nicht auf... Na, also hier ist ja noch der Damm davor. Naja, okay. Ja, das ganze Konstrukt hier ist ein bisschen suboptimal, maybe. Aber passt schon. Da kommt das Wasser. Sehr gut. Vorsichtig, dass wir hier keine Überflutung bekommen. Ja, funktioniert. Ist knapp, aber geht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, die Dürre haben wir hinter uns gelassen. Das ist sehr schön. 600. Das heißt, wir haben jetzt auch Sprengstoff. Und das braucht Sprengstoff. Oh. Eine Sprengstofffabrik. Oh, und die braucht Metall. Okay, jetzt wird's aber schwieriger. Oh, ich habe nicht mal mehr genug dafür. Jetzt wird's aber schwieriger, denn die Frage ist natürlich... Hier hinten ist vermutlich zu weit weg, ne? Also hier sind halt Ruinen, okay, da können wir Metall abbauen. Aber ich habe so ein Gefühl, dass wir hier langsam wirklich einen neuen Distrikt brauchen. Das gefällt mir nicht. Die arbeiten wieder nicht, ne? Okay, wir können den hier mal abreißen jetzt. Monumente. Monument der Arbeit. 12.000 Wissenschaft für die Hommage an den Erfindergeist. Yo. Ja, Furcht. Erhöht dann wahrscheinlich die Arbeiterleistung oder wie? Lul. Okay. Dekoration. Nein. So eine Windfahne ist ganz nett, aber aktuell nicht drin. Okay. Also, Metallplündererfahne und... Das habe ich befürchtet. Okay, es ist jetzt endgültig soweit. Wir brauchen einen neuen Distrikt. Es geht nicht anders. Das ist jetzt der Metalldistrikt. Diesmal ist es wirklich...
Diesmal ist es wirklich soweit. Oder kann ich die Plündererfahne vielleicht gerade noch... Ich habe so das Gefühl, wenn man sich das hier anschaut, dass die Anfangsstadt schon ganz gezielt an einer gewissen Stelle ist, dass man so einen einzigen Block bloß nicht mehr schafft ohne neuen Distrikt. Ja, danke für nichts. Okay, jetzt muss ich mal wieder... Okay, dann wäre hier irgendwo ein Distriktor. Hier so. Würde ich mal denken. Hier geht es jetzt in den Metalldistrikt. Und hier ist alles verdorrt. Was es natürlich besonders einfach macht, hier zu überleben. Okay, dafür brauchen wir aber auch eine Abgabestelle. Wo war denn hier diese neue Distrikt? Ach, da. So, Distriktzentrum. Boom. Ach, das ist dann instant da. Das ist interessant. Bevölkerung migrieren. Metalldistrikt. So, und das ist der Startdistrikt. So, und jetzt kann ich hier Migration und dann kann ich sagen, okay, pass auf. Ja, vielleicht sollten wir vorher uns um Nahrung und so kümmern. Indem wir hier... Metallplattform. Ah ja. Neues Distrikt, Wohnen, Arbeit, hier ein Verteilerzentrum bauen. Das kann ich ja überall hinsetzen, ne? Das kann ich ja hier hinsetzen, gehe ich mal von aus. Verteilzentrum. Und dann hier natürlich eine Abgabestelle. Und daneben Lagerhaus. Ja, ruhig auch ein großes Lagerhaus. Und natürlich auch ein paar Wohngebäude. Hier so ein Doppelhaus. Schadet wahrscheinlich nicht. Ich lasse da mal ein bisschen Luft für, weiß ich noch nicht was. Keine Routen angelegt. Muss ich das hier machen? Routen. Route hinzufügen. Nach da. Und zwar bekommen die erstmal Beeren von uns geliefert. Davon haben wir nämlich mehr als genug. So. Und jetzt sehen wir hier, wir bekommen Beeren aus dem Startdistrikt. Okay. Außerdem
Okay, ich brauche für jedes guten eigene. Sehe ich das richtig? Okay. Holzscheite. Die hier bekommen höchste Baupriorität, ne? Ich will ja nicht, dass die hier, dass es denen schlecht geht. Und dann mache ich noch eine Route für Planken. Ich glaube, damit haben wir dann erstmal so die nötigsten Sachen hier nach oben gebracht. Ihr seid also die Typen, die weiterlaufen müssen als alle anderen. Das ist natürlich eine belastende Gesamtsituation. So, und jetzt können wir hier Bevölkerung migrieren. So, schauen wir mal kurz in dem Distrikt hier. Hier haben wir... neun Arbeitslose. Dann kann ich ja noch zwei migrieren, ne? Dann haben wir sechs Leute. Vorerst. So, die ziehen jetzt hier ein, wenn ich das richtig sehe. Ja. Das ist gut. Und bauen dann erstmal ihre Häuser. Was ja auch gut ist. Immerhin wollen die ja schlafen irgendwo. Oh no. Der Eingang ist oben. Scam. Oh, damn it. Okay, dann müssen wir es ein bisschen tricky machen. Dann müssen wir erst noch... Was habe ich so nicht bedacht tatsächlich? Dann müssen wir es so machen. Ansonsten müssen die erstmal draußen schlafen. Kann man nichts machen. Dann Priorität sehr hoch. Vor allem da drauf. Und dann hoch da drauf. Ja, sorry, Beavers. Dass ihr jetzt draußen schlafen müsst, aber so ist das nun mal. Das ist jetzt euer Schicksal. So. Wie es aussieht, muss ich mich um den Distrikt jetzt nicht mehr sonderlich kümmern, ne? Da scheint ja alles fein zu sein. Hoffe ich. Wir haben hier sehr viel Holz, das finde ich gut. Naja, dann würde ich sagen, war es das soweit mit dieser Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann und tschüss.